Du kannst Dua machen für Kleinigkeiten. Weil Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azawajal ist derjenige, der alles gibt. Ja? Und alles, was es gibt, ist in den Händen von Allah subhanahu wa ta'ala, ganz egal wie klein es ist, ganz egal wie groß es ist. Ja? Und Dua ist eine Anbetung, die Allah liebt. Eine der besten Anbetungen. Ja? Deswegen, wenn du Dua machst, du hast Dua gemacht für, sagen wir mal, du hast Dua gemacht, dass Allah dir neue Kleidung gibt. Ja? Nicht jetzt Louis Vuitton oder so, wie heute die Leute, die drehen ja durch gerade mit solchen Sachen, aber du machst ja nicht einfach Mitgebete für kleinere Sachen. Diese Dua, die du gemacht hast, war wichtiger als das, was du bekommen hast. Ja? Warum? Weil diese Dua, du hast eine Ibadah gemacht, die dich zum Paradies näher bringt. Du hast eine Ibadah gemacht, die Allah liebt. Du hast eine Tat gemacht, die dich deinem Herrn näher bringt. Du kannst Dua für jede Sache sprechen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die Überlieferung ist bei Tirmidhi, er sagte, selbst wenn man um den Schnürsenkel für seine Schuhe Dua macht. Allah liebt es, dass er uns hört.